Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete, und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im 3. Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Was heißt neues Projekt? Es ist, ja, im Prinzip ist es ein neues Projekt und ich hatte einfach mega Bock drauf. Ich bin halt ein mega Harry Potter Fan, schon vom ersten Tag an quasi, und ich musste es einfach spielen. Es ist einfach ein Teil meiner Kindheit und ich hatte mal wieder einfach unglaublich Lust, es zu zocken, und ja. Es ist halt schon wirklich ein uraltes Spiel, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wenn man sich die Grafik anguckt. In Dumbledores Brille gerade. Ich meine, jetzt sieht sie wieder normal aus, aber das gerade eben war echt unheimlich.
Also, Harry Potter und der Stein der Weisen. Das Lustige an diesem Spiel ist, ich habe es damals, als es rauskam, für die PlayStation, also noch für die PlayStation 1 damals. Oh Gott, ich werde alt. Für die PlayStation 1 habe ich es damals geschenkt bekommen und habe es da auch 15, 20 Mal durchgesuchtet einfach. Und kannte das Spiel auf der PlayStation einfach schon in- und auswendig. Habe es mir jetzt für den PC geholt, einfach auch, weil ich gerne ein Let's Play davon machen möchte. Und bin dann hier die ganze Zeit, also ich habe es auch schon einmal durchgespielt hier. Es ist also nichts blind, es ist einfach nur ein Just for Fun durchspielen hier. Und ich habe wirklich jedes Mal auf die Kleinigkeiten geachtet, die hier in diesem Spiel anders sind als bei der PlayStation-Version. Wie gerade zum Beispiel einfach nur diese Vorrede von Dumbledore. Diese Sache mit dem Raum voller Schokofrösche und dann Raum voller Feuerkrabben, das hat er in der PlayStation-Version nie gesagt. Also es sind so Kleinigkeiten, die einfach vollkommen unterschiedlich sind. Und das fand ich einfach mega interessant. Das ist, als ich dieses Spiel hier das erste Mal durchgespielt habe, sind mir diese Sachen halt extrem aufgefallen. Man kann den jetzt zum Beispiel auch nochmal anquatschen, glaube ich. Ich habe nur gerade keine Ahnung wie. Kann man? Eigentlich konnte man den nochmal anquatschen. Aber, oh, ups. Entschuldigung. Leider habe ich keine Ahnung wie. Mal schauen. Oh, Ron, hi. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Freut mich. Ich glaube, die Stimmen sind ein bisschen leise. Ich kann ja mal gucken, ob ich an dem Audio ein bisschen was verändern kann. Ich könnte hier theoretisch... Nein, okay, das ist schon die beste Grafik, wo geht. Texturen hoch, sehr hoch, Helligkeit. Helligkeit können wir ruhig immer... Helligkeit finde ich immer gut. Mausgeschwindigkeit ist okay. Musiklautstärke können wir noch ein bisschen runterschrauben, finde ich. Soundlautstärke auch. Wobei Sound gehört auch die Stimme dazu? Ich weiß es ja leider nicht. Weil wenn die Stimmen jetzt noch leiser werden, ist scheiße. Oder gehen die zur Musik? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Die Rüstungen bewegen sich, finde ich auch sehr cool. Also wie gesagt, es ist halt eine uralte Grafik einfach. Freut mir, Harry. Ich glaube, ich habe die Stimme leiser gemacht, ja. Dann bin ich einfach mal so frei und stelle die Steuerung noch... Ach Quatsch, die Soundlautstärke noch ein Ticken lauter. Glaube ich. War das so? Mal gucken. Ich gucke mal, wie es ist. Jetzt hört man seine Schritte halt super laut. Oh, Fred und George. Hallo Harry, wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurechtfindest. Hogwarts? Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Folge uns, wir geben dir heimlich Unterricht. Wir sehen uns später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Ich finde Rons Frisur ja wirklich super. Jetzt habe ich mir leider keinen Timer gestellt, das heißt, ich muss einfach so ein bisschen abschätzen, wie lange ich schon spiele. Wir bringen dir bei, wie man klettert. Das freut mich. Laufe ohne anzuhalten auf den Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. Auf dem Bücherschrank befinden sich Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann nach nebenan. Im Klartext, sammle alle Bohnen ein. Okay, klettern tut er alleine, wenn man einfach nur gegen die Wände läuft. Finde ich sehr cool. Diese Szene gab es in den PlayStation-Spielen übrigens auch nicht. Also wenn es euch nerven sollte, dass ich jetzt die ganze Zeit die Spiele vergleiche, dann schreibt mir das einfach, dann lasse ich das bleiben. Aber ich finde es einfach sehr interessant zu sehen, was an der PlayStation-Version anders ist als an der PC-Version. Und ich muss zugeben, dass ich das manchmal auch ein bisschen schade fand. Weil diese Sache hier zum Beispiel, das wurde anfangs vom fast kopflosen Nick erklärt und dann hat man so einen riesigen Raum gehabt, wo man quasi im spiralförmig hoch musste, hochklettern musste. Das war einfach am Anfang schon super schwierig. Das hier ist ja einfach ein Witz. Möchte ich mal so sagen. Aber es ist nichts Negatives. Ich finde das Spiel klasse. Immer noch. Gut gemacht. Lass uns jetzt das Springen üben. Gerne. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüber zu springen. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach oben klettern und es erneut versuchen. Eigentlich wir treffen uns dann nebenan. Ja, klar. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. Sauerei, warum kürzt ihr einfach ab, ihr Säcke?
Steuerung oder die rechte Maustaste. Du kannst die Option automatisch springen im Optionsmenü wählen. Habe ich doch, glaube ich, oder? Habe ich doch gewählt. Ja, Autospringen. Das heißt, theoretisch müsste er eigentlich... Ja. Also ich laufe einfach über die Kante und dann springt er automatisch. Das ist cool. Kann ich gar nichts machen. Ich glaube, das hier ist die Abkürzung, richtig? Ja, ja. Ich habe euch durchschaut, Jungs. Ich habe auch Abkürzungen gefunden. Die Steuerung ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einfach weil man sich drehen... Oh mein Gott. Es ist der verrückte kleine Potter. Es ist Peeves der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Aha. Du hast mich ganz schön erschrocken. Potter, du bist hässlich. Aber egal. Verrückt sagt gerade der Richtige, oder? Ich bin Peeves, Potter. Ja, ich weiß. Und du solltest dich besser vor mir in Acht nehmen. Du, das haben mir die anderen beiden gerade schon gesagt. Das ist mir wurscht. Ich glaube, den kann man doch sogar treffen, oder? Also später kann man den anzaubern, sozusagen. So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über sie hinweg. Mit Schokofroschen kannst du deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Wir sammeln auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Hey Jungs, das ist Erpressung. Vor allem, warum soll ich für euch die Bohnen sammeln? Ich will die selber behalten. Nee, aber passt schon. Ich finde das irgendwie ganz witzig. Schade, dass hier nicht dabei steht, was für einen Geschmack die Bohnen haben. Und wie ihr vielleicht auch gesehen habt, die Animation vom Mund fehlt einfach komplett. Also wenn die reden, dann bewegen die einfach nur so ein bisschen den Kopf, so ein bisschen Power Rangers mäßig. Das fand ich an den Power Rangers übrigens immer ganz schrecklich. Ich mag die Power Rangers allgemein nicht, aber das fand ich immer ganz schrecklich, dass die einfach nie, dass sie einfach nur ganz übertrieben den Kopf bewegt haben, wenn die geredet haben. Ach, da komme ich nicht hoch. Muss ich hier lang. Frosch! Was ich noch erklären wollte wegen der Steuerung. Die ist hier so ein bisschen schwierig, weil man sich quasi nur... Nein, nicht nur. Okay, man kann auch über die Maus, über die... Ach, da sie juckt. Entschuldigung. Oh. Also man kann auch über die... über die S und die A und die D-Taste kann man auch die, die Kamerasteuerung ändern. Beziehungsweise die Kamera hier so, da so. Aber das dauert mir immer so lange, deswegen mache ich das automatisch mit der Maus und das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, finde ich. Hey Jungs, ich habe auch einen Bohnen. Wenn danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Wir brauchen also die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Dachte ich mir. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Ach ja, die Bildkarten, die sind sehr genial. Problem ist nur immer diese Sequenz. Klettere durch den geheimen Ausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück! Danke. Hier, diese Sequenz. Die wird einfach immer gezeigt, wenn wir eine Bildkarte einsammeln. Immer. Egal welche. Du solltest dich besser beeilen. Und sonst das geht kommst du noch zu spät irgendwann. Zu deiner ersten Unterrichtsstunde. Ich komme nicht zu spät, Mann. Das geht einmal irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, dass er das immer macht. So. Auf geht's. Na klasse. Oh, oh, oh. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Richtig. Und wer ich bist bin du? Draco Malfoy. Ah. Und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crape und Goyle. Sie sind Crape? Auch in Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, ja. Jungs, wir verschwinden. Das musste er jetzt unbedingt loswerden. Entschuldigung, ich bin an meinen Tisch gekommen. Höre ich diese Geräusche von Peeves jetzt etwa immer noch? Hallo, Harry. Ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts-Express kennengelernt. Erinnerst du dich?
Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Bist du so eine Art Türsteher jetzt hier, oder was? Oh mein Gott, Unterricht. Ich bin Professor Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippendo-Zaubers gegen schwarze Magie schützen können. Dies ist das Symbol für den Flippendo-Zauber. Halte die Maustaste gedrückt und zeichne das Symbol nach. Lass dann die Maustaste einfach los. Das ist wirklich richtig schwierig teilweise. Achso, das läuft ja auch auf Zeit. Das ist nochmal ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ah, oh Gott, oh Gott. Also ich musste hier unten sehen, Bestnote. Also Fehlnote 50%. Ich muss aber mindestens 50% dieses Symbols ausfüllen. Eine gute Leistung. Aber du kannst es noch viel besser. Das Problem ist, man muss es dreimal schaffen und jedes Mal wird die Bestehensnote von der Prozentzahl her höher. Mach weiter, Harry. Versuche es nochmal. Und die Zeit natürlich kürzer. Ah, das wird doch schon besser. Oh, 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 nein, da bin ich wieder rausgegangen. Oh, nein, 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 nein. Ja. Da, 65%, jetzt hat sich das natürlich schon erhöht. Das Haus, das am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt den Hauspokal. You don't say. 10 Punkte für Gryffindor. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Ja, das sagt sich so einfach. Okay, oh, 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 oh. Man kann natürlich dann nochmal zurückgehen und das nochmal komplett ausfüllen. Das Problem ist nur, dass einem dafür auch die Zeit fehlt. Okay. Na, das hat funktioniert. Also die nächste Stufe wäre jetzt 90% und das ist natürlich immer mega schwierig. Das Haus, das am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt den Hauspokal. Passt. 15 Punkte für Gryffindor. Jetzt könnte ich nochmal 20 Punkte holen, wenn ich es schaffe. Ich habe aber prinzipiell die Aufgabe schon bestanden. Versuche es nochmal. Also wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, ist es auch kein Drama. Ich will aber natürlich versuchen, das zu schaffen. Nein, das war keine Zeit. Also 95, nee, das war's. Könnte ich auf jeden Fall nicht schaffen jetzt. 80%. Oh, vergessen wir das. 95%, seid ihr wahnsinnig. Nicht schlecht, aber leider nicht ganz richtig. Ja, danke. Okay, ich glaube, ich hätte auch bestanden, wenn ich nur 2 von 4 bestanden hätte. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flippendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber noch ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Diese Aufgaben gibt es nach jeder Unterrichtsstunde. Das sind dann extra nochmal so kleine Mini-Abenteuer, die Halte man mit diesem Zauber Maustaste quasi bestehen gedrückt, muss. Um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Ich fange jetzt natürlich mit dem ersten Teil an. Ich wollte, ich habe ursprünglich auch den zweiten installiert und wollte direkt gucken, ob ich den auch aufnehmen kann. Allerdings habe ich da das Problem, dass er da das Bild nicht aufnimmt. Also Traps checkt irgendwie nicht, dass der da auch Bild aufnehmen soll und nicht nur Ton. Ach ja, und das geht einem übrigens auch irgendwann tierisch auf die Nerven, dass er jedes Mal die Zauber auch rausschreit, wenn er sie macht. Natürlich ist das bei einem Erstklässler logisch. Ging es noch gleich weiter? Hier muss ich lang, oder? Ja. Wende den Flippendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Klar doch. Du kannst den
Flipendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Gut. Flipendo! Und... Das kommt gut raus. Das kann man bei jedem einzelnen Kessel hier in dem Schloss machen. Von daher... Ja, dann würde ich sagen, versuche ich aber trotzdem nochmal hier den... Ach, kann ich nicht, schade. Aber warte, Moment, kann ich doch... Das muss doch funktionieren, Mann. Bin mir sicher, dass ich da irgendwie hochkomme. Nein. Okay. Normalerweise hält er sich da fest, aber ich glaube, es ist nicht so ausgelegt, dass ich da jetzt unbedingt hoch soll. Egal. Diese Sterne muss ich sammeln. Und wenn ich am Ende, je mehr Sterne ich am Ende zusammen habe und je schneller ich diese Aufgaben bewältigt habe, desto besser. Man kann diese Aufgaben später nochmal machen. Um seinen Rekord quasi nochmal, seinen eigenen Rekord zu brechen. Und Flipendo! Gut gemacht. Nun mach dich auf die Suche nach den Sternen. Wir treffen uns dann später. Ich habe mal wieder mein Facebook angelassen. Scheiße. Wenn man seinen eigenen Rekord dann bricht, kriegt man nochmal Hauspunkte und kann so halt quasi die Statistik seines eigenen Hauses verbessern. Irgendwie so, ne? Dass man halt immer den Hauspokal bekommt. Und im Endeffekt ist es halt nicht nur für den Hauspokal gut, sondern auch dafür, dass man hier mehr Geheimnisse freischalten kann, sozusagen. Ah, Nick. Hallo, Harry Potter. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Ich danke dir. Dann werde ich aber erstmal hier den ganzen Stuff kaputt machen, dann kommen Bogen raus. Und hier muss ich natürlich die beiden Hebel umlegen, aber dann kann ich jetzt gerade erstmal speichern. Palim, und schon ist das Spiel gespeichert. So, dann würde ich aber sagen, mache ich beim nächsten Mal weiter. Ich glaube nämlich, dass ich meine Zeit auch schon fast überschritten habe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich weiß, die Grafik ist nicht überragend, aber ihr werdet auf meinem Kanal sehr viele Spiele mit dieser Grafik finden. Ich bin einfach so ein Nostalgie-Freak und alle Spiele, die ich früher mal total toll fand, die möchte ich jetzt einfach auch gerne mal wieder ausgraben und nochmal zocken. Und einfach mit euch teilen, weil das sind so Kindheitserinnerungen von mir, die einfach so ein schönes Gefühl in mir auslösen. Und ich finde es einfach toll, wenn ich so alte Spiele nochmal spielen kann und auch gerade mit euch zusammen. Finde ich einfach wundervoll. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr auf jeden Fall immer über neue Videos informiert. Auch auf meiner Facebook- und Twitter-Seite werdet ihr jedes Mal über neue Videos informiert werden. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal mit der Flipendo-Aufgabe weiter. Bis dahin, tschüss!